Für mich führt der wirkliche Zen-Weg und der wirkliche christliche, mystische Weg auf die gleiche Ebene. Da gibt es kein Ich mehr. Da gibt es eine Erfahrungsebene, die das Ich übersteigt, die mich mehr begreifen lässt von dem, was ich bin. Aber das zu formulieren und auszudrücken, ist kaum möglich. Ja. Eine Erfahrungsebene, wo ich wirklich in die Seinsebene, möchte ich fast sagen, zurückkehre, ja, und einfach das Ich als eine Deutung erfahre, die der Wirklichkeit nicht entspricht.